Also, ich weiß ja nicht. Ich hatte gelesen, bei manchen, von wegen, ja, das Spiel, dass das geht 1,5 Stunden oder so. Aber ich weiß nicht, wie die Leute da durchhetzen. Ich habe jetzt, denke ich mal, die Hälfte vom Spiel und bin jetzt bei 1,5 Stunden. Also, just saying. So, und das Ladedreieck ist weg. Aber okay, es hat geladen, das ist schön. So. Meine Fuzzis sind wieder weg. Was ist da oben? Darf ich nicht hin. Schade. Na gut. Dann darf ich da halt nicht hin. Da möchte ich aber mal gerne hin. Können wir nicht durch, schade. Da wollen wir hin, genau. Oh, ein dicker Wal. Hallo. Du bist immer lieb zu mir, oder? Wo schwimmen wir hin? Ich will nicht so tief nach unten. Wann sind wir endlich da? Oh, noch ganz viele andere Hais, wollte ich gerade sagen. Wals. Voll am Fressen, eh. Nom, 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 nom. Das sind immer andere, ne? Sind das Buckelwale? Ich glaube schon. Oder Pottwale? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht so aus. Boah. Nicht in den Mund rein. Alter Verwalter. Ey, dein Auge ist fast so groß wie mein ganzer Körper, ne? Nicht so tief runter. Ich mag das nicht, wenn es so dunkel ist. Ich mag das ja schon nicht im Videospiel, ne? Ich glaube, wenn ich in Wirklichkeit so tief runtergehe und man da nichts sieht, ich würde voll in Panik. Das ist ein Dreieck. Das sind ganz viele Dreiecke. Wird voll in Panik geraten, glaube ich. Ja, wenigstens haben wir ein bisschen Licht hier. Trotzdem gefällt mir das nicht. Okay, da darf man nicht lang, das ist schön. So, was seid ihr hier für welche? Bitte kommt mit mir. Oh. Ich habe das Gefühl, der mag uns nicht. Also dieses Dreieck. Was ist denn, wenn ich zu dir komme? Ich glaube, das ist nicht so gut. Koboldhai. Ich glaube, das sind Unterwasserminen oder sowas.
Ah, oh, das ist so ein Anglerfisch. Heißen die so? Hallo. Ich glaube, die heißen Anglerfische. Das ist ein Meditationsding. Das ist gut zu wissen. Aber den hole ich mir erst, wenn ich alle Spawnpunkte aktiviert habe. Ey, das ist mir hier zu groß. Und zu dunkel. Und zu unfreundlich. Aber da ist noch ein Punkt. Ja, ist ja gut. Homopteris. Was ist das denn? Das sieht ja auch interessant aus. Ja. Was ist das denn hier? Sieht aus wie so ein Generator oder sowas. Da gibt es aber auch zwei von. Ah! Die machen die Dinger kaputt. Das ist sehr schön. Ich mag die nämlich nicht. So, das haben wir schon. Oh Gott. Ganz viele Anglerfische. Ich denke mal, dass sie so heißen. Werden wir ja gleich dann sehen. Mir gefällt das hier nicht. Vorne ist der nächste Spawnpunkt. Dann brauchen wir eigentlich nur noch dem Kabel zu folgen. So, was kommt hier? Ah, da vorne ist schon der Generator. Seeteufel. Das ist ein Seeteufel. Okay. Stimmt, die kann man auch essen, ne? Seeteufel. Ja, man kann alle Fische essen, aber ich glaube, Seeteufel werden nie als Ganzes angeboten, weil der total ekelhaft aussieht. Und dann die Leute den, glaube ich, nicht kaufen würden oder sowas. So. Ach, der Hai. Guck mal einer an. Aber dann können wir jetzt wieder zu dem Meditationspunkt hin. Und dann mal gucken, was hier so rumschwirrt. Ich habe bisher nur noch keine Muschel gefunden. Ich habe eigentlich erwartet, dass hier eine ist. Aber schön ist ja jetzt, dass diese komischen Dinger kaputt sind. Ah. Okay, ein paar funktionieren anscheinend doch noch. Da vorne ist er. Oh cool, die sind cool. Die Dinger da. Ich weiß nicht, wie die heißen. Werden wir jetzt vielleicht rausfinden. Okay, das ist der Turmteris. Turmopteris.
So, was haben wir hier? Wahlkopf. Aha. Da haben wir noch einen. Kalamar, genau, so heißen die Teile. Ich finde, die sind auch sehr interessant irgendwie. Weil ich finde, die tun sich rückwärts fortbewegen irgendwie. Aber eben haben wir noch einen Leuchtenden gesehen. Die gibt es auch wirklich. Das finde ich mal sehr interessant. Ach doch, das macht er auch. Okay. So, was haben wir hier? Ein Koboldhai, das war der, den wir befreit haben. Noch einer. Noch einer. Wahlkopf. Ey, hier die ganzen... Die Angelfische, wo sind die denn hin? Das ist der Seeteufel. Süß. Wir waren auch noch die anderen. Die haben auch so eine Lampe am Kopf gehabt. Ich meine, Seeteufel haben sowas nicht am Kopf. Da will ich hin zu denen. Viperfisch. Okay, ja, jetzt wo ich die so sehe. Ich bin da nicht so ganz, glaube ich. Weiß ich nicht. Na gut, wir schwimmen Richtung Dingsbums, aber ich möchte gerne da oben hin. Da ist nämlich eine Muschel. Sehr schön. Das war dann doch ein bisschen zu offensichtlich. Ich möchte gar nicht wissen, was passiert, wenn wir da dran kommen. So, was gibt's hier? Auch noch so blinke Dinger. Die Tür ist, glaube ich, zugegangen. Oh, Leute. Ich mag das nicht, wenn ihr das Geräusch macht. Dann war das eben vielleicht kaputte Minen. Oh. Der Hai ist tot. Fast. Zumindest. Sollen wir dir jetzt helfen, oder was? Der frisst mich doch auf. Oh, der grinst. Wie süß. Ja, ist gut. Okay. Aha. Okay, dürfen wir nicht lang. Alles klar. Mann, ich dachte, ich hätte jetzt so voll das coole Geheimnis gefunden. Na gut, dann schwimmen wir halt hier unten lang. Wenn wir da nicht lang dürfen. Da! Haha! Supi! Haben wir jetzt hier alle? Was seid ihr hier überhaupt? Ach, das sind so Muscheln.
Habe ich meine treuen Gefährten noch nicht gefunden? Oder... Was ist hier unten? Oh, das ist so voll der riesige... Ich hab schon wieder den Namen von dem Ding vergessen. Ist eigentlich richtig, dass ich nach unten schwimme? Ich glaub schon. Und da ist noch eine Muschel. Das heißt, ich habe alle drei in diesem Level gefunden. Sehr schön. Das wollte ich machen, dass sie so wubbelt. So. Ah, okay, da vorne ist schon wieder Mr. Dingsbums, aber wir haben hier eigentlich alles gefunden, deswegen musste ich eigentlich gar nicht mehr hier lang. Okay, warum bist du denn schon da? So, wir haben einen... Genau, Kalamar. Was ist denn dann Kalamari? Also Kalamari. Kalamari? Oder ist es eine Wüste? Ach, ich habe doch keine Ahnung. So. Was haben wir hier? Den haben wir auch schon, den Viperfisch. Ah, die haben wir noch nicht. Ohrenqualle. Das müsste eigentlich auch noch eine Ohrenqualle, ja. Dann haben wir hier, boah. Riesenkalamar.